Hallo, ihr Quirlinge! Der gestrandete Botschafter ist bei Karl, wie man unschwer erkennen kann. Und ich hatte jetzt eine Aufnahmepause, ein paar Tage. Und ich glaube, ich bin hierher gelaufen, weil ich eigentlich zum Kloster wollte, aber hier noch eine Quest für ihn hatte, richtig? Denn ich habe ja was erfahren zu den Karl- und Banditengeschichten hier. Dass diese Banditen nur Blödsinn erzählt haben. Dass Karls Frau Hilde in keiner Weise an irgendeinem Fluch leidet. Das wird sie aber nicht glauben. Hey, du. Hey, du. Was? Ich habe Medizin, ehrlich? Ich habe eine Medizin, die deine Frau von dem Fluch befreit. Erzähl mir. Ich habe zufällig von dem Rezept erfahren. Du musst es zubereiten und ihr dann verabreichen. Was muss ich tun? Zuerst musst du Wasser mit Blauflieder und einem Stück Fleisch kochen. Wenn du das getan hast, lass es eine Nacht im Mondschein abkühlen und gebe es dann deiner Frau. Das wirkt? Ja, sorge aber dafür, dass deine Frau dann wach ist. Ich danke dir. Hier hast du eine Entlohnung. Das ist aber extrem geschickt, mein Lieber, dass du jetzt dir so eine Geschichte ausdenkst. Das ist echt, das ist geil, hat mir gut gefallen. Da war gerade noch irgendwas zu erzählen von wegen Überfälle und so. Ja. Ich habe von einem Überfall der Banditen auf euren Hof gehört. Ja, hier war in letzter Zeit so einiges los. Kannst du dich noch an den vor etwa 3 Jahren erinnern? Josts Vater war damals dabei. Ach so. Ja, daran erinnere ich mich. Diese Mistkerle haben es gewagt, sich nachts in mein Haus zu schleichen. Ich dachte erst, es sind irgendwelche Viecher ins Haus gekommen. Haben mich erst ruhig verhalten und gelauscht. Da kam einer von den Dreckskerlen ins Schlafzimmer. Ich ließ mir nichts anmerken. Gerade als er die Truhe öffnete und darin rumwühlte, habe ich mich an den Arsch herangeschlichen, ihn einen Kopf kürzer gemacht und die Jungs gerufen. In der Küche war noch so ein Typ. Er drehte sich um und zog seine Waffe. Aber da sind schon meine Jungs hinter mir aufgetaucht. Von einem Moment auf den anderen rannte er wie ein Irrer und warnte einen weiteren Komplizen, der beim Felde Schmiere stand. Wir verfolgten sie. Und konnten den einen noch erwischen. Das soll den Banditen eine Lehre sein. Josts Vater? Habe ich was komplett vergessen? Oder ist das wieder so ein Bug, dass ich hier nach Sachen fragen konnte, die der Held eigentlich noch gar nicht weiß? Oh. Na, wer weiß. Zeig mir deine Ware. Greif zu. Hast du was ich brauche? Du hast Apfel, also das habe ich ja schon, genau. Getreidebeutel hast du, den will ich aber nicht kaufen, weil ich selber schon genug habe. Ist das richtig? Äpfel wären viel cooler im Moment. Getreidebeutel habe ich 10, das sollte eine Weile reichen, aber ich versuche mir mal zu merken, dass er das hier verkauft. Das wird mir nicht gelingen, aber man kann es ja mal probieren. So, und jetzt hätte ich doch eigentlich nichts Besseres zu tun, als mich zum Kloster aufzumachen. Dazu müsste ich hier vorne irgendwie dann... Ja, das geht. Kriege ich hin. Nicht zum Kloster aufzumachen, denn ich habe das gesamte Questbuch voller Questen, Klosterquesten, die ich abgeschlossen habe, wenn ich mich recht erinnere. Das war zum einen die Sache mit der Bierverkostung, die habe ich gemacht. Das war die Sache mit dem verschwundenen Novizen, den habe ich gefunden. Und der hat auch seine Pergamentlieferung wieder in die Hand bekommen und hat die hoffentlich im Kloster abgegeben. Was war denn noch? Da war noch was. Da war... Naja, jedenfalls noch viel mehr als das. Ich hatte echt eine Aufnahmepause, sorry. Ich kann mir das nicht so genau merken, was da alles gewesen ist. Kann ich hier brutal abkürzen, wenn ich jetzt hier einfach... Das ist der Steinbruch, jawohl. Wenn ich jetzt hier über den Fluss... Das ist doch schon das Kloster, genau. Oh, da ist ein Lurker, das ist nicht so schön. Hallo, Heimpflänzchen. Du kommst mit. Ne, die Lurker würde ich ganz gern noch ein bisschen in Ruhe lassen. Ich krieg die zwar tot, aber nur mit Hilfe einer Erhöhung und unter Inkaufnahme von unglaublichen Verlusten durch Pfeilvergeudung. Das muss nicht sein. Lurkerzeit ist noch nicht angebrochen. Stattdessen machst du dir die Füße nass. Hol dir keinen Dumpfschädel. Und dann, ich könnte da hinten nochmal durch diese eine Höhle durch, weil da hinten am Strand gab es ja junge Lurker, die gingen besser, aber
Das bringt mich jetzt dem nächsten Level ab auch nicht so viel näher. Ne, dann lieber erstmal in Kloster weiter questen. Das wäre jetzt das Ziel. Also, ich habe ja die Aufnahmequeste für die Stadt, für die Garde, komplett erledigt. Ich habe die Aufnahmequeste für das freie Lager komplett erledigt. Da hatte ich doch noch die Geschichte mit... Stimmt, mit diesem Händler Farin. Da habe ich aber schon Bescheid gegeben bei Vorin, glaube ich. Ja, ich glaube, das habe ich so gemacht. Das heißt, im freien Lager brennt gerade auch nichts mehr an. Das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, wären hier die ganzen Klosterquesten und dann tatsächlich auch den Beitritt zum Kloster herbeiführen. Und dann wäre Kapitel 1 zu Ende und ich... Oh, Hilfe. Und ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt schon will. Das heißt schon, ne? Nach wie vielen Episoden bin ich immer noch im Kapitel 1? Das hat auch kein anderer Let's Player außer mir geschafft bisher. Aber ich denke mal, dass jetzt, wenn das Kloster irgendwann mal... Also werden noch ein paar Questen auf mich warten. Aber wenn das Kloster irgendwann mal so weit wäre, dass es sagt, ja, wir nehmen dich auf in den Rang eines Mönchs, eines Novizen oder was auch immer, dann würde ich das schon machen können. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht noch auf irgendwas warten, in der Hauptgeschichte oder so. Oder in irgendwelchen Stadtquesten, oder Lagerquesten, Weltquesten. Ich glaube, die ich gemacht habe, das sind schon relativ viele. Und die noch offen sind, die können auch warten. Da brennt mir nichts an, wenn ich die im zweiten Kapitel erledigen würde, anstatt im ersten. Das ist zumindest meine Sichtweise. Ich muss noch ein bisschen quatschen, da bin ich auch oben. Ich wollte jetzt keine Beschleunigung einbauen, direkt am Anfang vom Video. Das ist auch ein bisschen komisch. Am Ende ist okay, aber am Anfang mag ich das eher nicht. Und es geht dann gleich mal los, indem ich Argun und Sargon. Oh je, ach, guck mal da. Hier. Da sind Bärchen, da muss ich aber hinhüpfen. Das will ich jetzt nicht machen. Aber gut, dass ich das gesehen habe. Sargon bekommt was zu erzählen, oder bekommt was erzählt wegen dieses Bieres. Stimmt's? Hier. Ich habe ein paar Meinungen zum Bier eingeholt. Das Bier könnte ruhig noch intensiver schmecken. Soll es das? Da muss ich wohl noch etwas verändern. Aber danke, dass du das gemacht hast. Was ist mit meiner Belohnung? Ach ja, hier hast du 5 Flaschen frische Brise, das ich hier gebraut habe. Außerdem kannst du bei mir jetzt immer das Bier kaufen. Mhm. Frische Brise, macht das irgendwas? Zeig mir deine Waage. Du hast ja jetzt nichts, was ich hier haben wollen würde. Was macht denn dieses frische Brise? Halt. Oh, heilt 10% der Lebensenergie und füllt 10% meiner Energie wieder auf. Aha, so, so. Ist natürlich nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Danke. Aber 9 Biere, die ich da kaufen kann, und 10% ist später im Spiel wahrscheinlich auch nicht mehr so wirklich verlockend. Was habe ich dann alles abzugeben an Questen? Also hier, Weg des Kämpfers, das ist die freies Lageraufnahme-Queste. Ich kann jetzt Kämpfer im freien Lager werden. Genau, das wird nicht abgeschlossen. Banditenlord und Ligno. Da habe ich ja die Aufgabe, Ligno zu killen, was ich aber aus rollenspielerischen Gründen nicht machen werde. Probleme im Kräutergarten. Da muss ich Siegmund noch finden, richtig. Der ist hier irgendwo im Kloster. Ring des Kriegsherrn habe ich dabei. Kriegt Kurom. Verschwundene Novize. Isorm. Ne, wen muss ich da ansprechen? Da muss ich ansprechen... Ich habe den Novizen gefunden. Nee, wer will denn das wissen? Parakor, aha. Unsichere Wandlung, Oculus. Habe ich auch gemacht. Reparaturen. Die Typen habe ich geschickt. Stimmt, ich kriege meine Karte zurück. Richtig. Besuch der Priester habe ich auch gemacht. Ja, und mehr Klosterquesten habe ich hier nicht offen. Schön. Also, ich habe ganz, ganz viel von meinen Heldentaten zu berichten. Und ihr sollt arbeiten und nicht nur doof rumstehen. Fantastisch. Ich habe den Weg auf Anhieb gefunden. Hier hast du die Karte zurück. Danke. Habe ich jetzt wirklich zurück? Habe ich. Und nur ein Riss und ein Eselsohr. Mit vielen gefährlichen Viechern. Riesig und viele gefährliche Viecher, genau. So. Was haben wir hier? Tobias, du warst nicht wichtig. Krautstampfer. Stört jemanden. Siegmund. Ganz ohne Führung sind wir doch aufgeschmissen. Magier. Halt, du bist Siegmund, warte. Warte. Du bleibst mal stehen. Warte mal.
Wer geht denn da schon freiwillig hin? Wer gibt den Pflanzen eigentlich immer das Mittel? Ich selber natürlich. Meine Schüler holen es ab und ich gebe es den Pflanzen. Wieso dürfen deine Schüler das nicht machen? Bin ich denn verrückt? Die wissen doch gar nicht, wie sie das dosieren müssen. Das liegt doch auf der Hand. Am Ende steht hier ein Urwald anstelle eines Beetes. So verrückt bin ich nicht. Aha. Glaubst du, sie und was soll mir das jetzt sagen? Kräutergartenquester. Hier. Im Klostergarten sind wohl sämtliche Pflanzen eingegangen. Ich habe Herbert versprochen, herauszufinden, wie das passiert ist. Er riet mir zunächst dem Gärtner Sigmund und so weiter. Und der hat erzählt, ein Gebräu von Athanor hat wohl die Pflanzen so zugerichtet. Ich soll ihn mal aufsuchen und fragen, was er dazu sagen hat. Und der Athanor hat gesagt, offenbar holen wohl die Schüler von Sigmund das Mittel ab. Und der Gärtner gibt den Pflanzen wohl selbst das Mittel, das ihm seine Schüler bringen. Dass er das falsche Mittel angewählt hat, ist unwahrscheinlich, da er anscheinend ein Experte auf dem Gebiet ist. Entweder hat der Alchemist dem Schüler, der das Mittel abgeholt hat, ein falsches Mittel in eine Flasche gegeben. Oder der Schüler hat das falsche Mittel genommen. Ich sollte wohl wieder Athanor aufsuchen. Ah, ja, okay. Athanor. Tönes. Alastor. Hier. Wie steht es mit der Prüfung? Unser Bruder Tyras hat dir die Stimme gegeben. Klerus war begeistert von deinem Willen, Gutes zu tun. Du hast meine Prüfung erfolgreich bestanden. Wenn du ernsthaft vorhast, ein Novize zu werden, dann solltest du von diesem Weg nicht abkommen. Wie mache ich mich? Es spielt keine Rolle, wie du dich machst. Wann werde ich der Novize? Wenn uns Adanos ein Zeichen schickt und du darin vorkommst, werden wir dich in unseren Kreis aufnehmen. Solange solltest du unseren Brüdern behilflich sein. Also als Zeichen von Adanos fände ich gut, wenn ihr den täglichen Regenschauer als Zeichen von Adanos wertet. Ich muss nur irgendwie es hinbekommen, dass ich darin vorkomme. Schwierig. Magier, Magier, wo waren denn diese ganzen anderen Typen? Warst du einer von den Questgebern? Du warst Herbert. Herbert. Nee, du willst nichts. Markus? Nee, das war der Typ, der mich hier hinher holt, ja? Marlon? Alles klar? Lass mich bitte in Ruhe. Der alte Zippe. Ich glaube, diejenigen, mit denen ich reden muss, die sind alle ein bisschen weiter hinten. Also, im Rücken des Helden. Gefährlichen Viecher. Bist du wichtig? Hast du irgendwas? Hey. Ach, du bist Tönes. Du machst das Fischernetz. Das ist okay. Halt. Aus. Dann kann ich ja doch gerade, wenn ich hier vorn bin, nur wieder mit Alastor reden. Oder Athanor. Athanor hieß du. Den Überseehandel können wir ganz vergessen. Ich habe herausgefunden, dass der Gärtner die Pflanzen wohl vergiftet hat. Ich kann aber davon ausgehen, dass der Schüler, der das Mittel holen sollte, die falsche Flasche genommen hat. Oder dass du ein falsches Mittel in eine Flasche getan hast und die dann weitergegeben hast. Oder dass du zufällig die Flasche vertauscht hast. Damit wärst du einer der Hauptverdächtigen. Was soll ich sein? Pass mal auf. Als der Schüler das Mittel abholen sollte, war ich nicht da. Ich habe aber gesagt, dass er das Mittel nehmen soll, das auf meinem Bett liegt. Er muss wohl das Falsche genommen haben, aber ich habe gesagt, dass er das Mittel auf meinem Bett nehmen soll. Da war auch das vorgesehene Mittel drin. Frag doch mal Marlon und Tobias. Das sind die Schüler von Sigmund. Er weiß schon genau, was es da gibt. Du bist auch eine Pfeife, weißt du das? Du sagst, nimm das Mittel, was auf meinem Bett liegt, bist nicht da. Kommst wieder, stellst dann hoffentlich fest, dass irgendwas fehlt, aber dass das, was fehlen sollte, nämlich das Mittel auf deinem Bett, dass das noch da liegt. Ich hätte an der Stelle doch dann eins und eins zusammengezählt und gedacht, also entweder ist das Zeug von den Marlon-Brando-Typen da nicht abgeholt worden, oder die haben das Falsche abgeholt und wenn das auf die Beete des Klosters kommt, ist das eben, sagen wir mal, suboptimal. Yeah. Möge Adanos dich beschützen. Ja, möge er. Möge er Hirn vom Himmel regnen lassen, manchmal. Marlon und Brando. Nee, Marlon und Tobias muss ich anhauen. Doch immer diese Gruselgeschichte. Ich doch gerade. Marlon, hey. Hey, du. Hey, du. Hast du das letzte Mittel von Athanor abgeholt? Wer geht da denn schon freiwillig hin? Das war Tobias. Mhm. Klar, dass das Tobias war. Hey, du. Hast du das letzte Mittel von Athanor abgeholt? Nein, das war Marlon. Ich denke nicht, dass wir sie noch brauchen.
Mann, ich mal, Okay. Das wird dauern. Was sagt die Queste jetzt? Klasse, nun bestreiten beide, dass sie das Mittel geholt haben. Aber einer will mich wohl veralbern. Ich sollte wohl den Sigmund fragen. Jo, sollte ich. Sigmund! War hier was? Hier war dieser Bäcker. Mit dem hatte ich aber nichts zu schaffen. Nee, hatte ich nicht. Danke. Irgendwo gab es hier ein Haus, da waren so zwei, drei Magier drin. Ja. Hey, du. Ah, du warst Alastor. Ich habe ich ja schon. Ja, dich habe ich ja schon. Hier. Ich habe gehört, was du gemacht hast. Du hast gute Arbeit geleistet und solltest dafür belohnt werden. Adanos beschütze dich. Nimm das als meinen Dank. Was hast du mir gegeben? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich habe wirklich nicht aufgepasst. Was sind das hier eigentlich? Ich habe eine leere Wasserflasche dabei. Wo habe ich denn die her? Hat der mir die gerade gegeben oder was? Ich habe nicht aufgepasst, was er mir gegeben hat. Das ist schlecht. Naja, aber ich werde es herausfinden. Hier, Sessel. Nein, ich möchte reden mit dem Typen zwischen den beiden Sesseln. Kurom. Ich habe deinen ollen Ring. Hier. Ich habe deinen Ring. Gut. Zeig mal her. Sehr gut. Wenn du willst, kannst du später nochmal bei mir vorbeischauen. Dann kann ich dir sicher mehr darüber sagen. Mhm. Ja, du wolltest gar nicht wissen, wo ich den her habe und was das für ein Riesenbuhai war. Ach, hier ist Ison. Hi. Achso, das sagt nichts. Ison war der verschwundene Novize, den ich gerettet habe. Das habe ich jetzt auch. Ich habe doch offen Oculus, Sigmund und... Wer wollte das wissen? Fius. Fius, der war mal hier vorne irgendwo. Bist du Fius? Nein, du bist ein Mönch. Bist du Fius? Nein, du bist ein Mönch. Bist du Fius? Nein, du bist ein Mönch. Bist du Fius? Nein, du bist ein Magier. Dann erstmal hier weitermachen. Hier ist wächst eine Heilpflanze, die ich nicht aufsammeln kann. Wahrscheinlich. Wer hat dir eigentlich das letzte Mittel gegeben? Das war Tobias. Warum? Einer der beiden muss dir ein falsches Mittel gegeben haben, sodass seine Pflanzen eingegangen sind. Beide haben jedoch geleugnet, das Mittel geholt zu haben. Du willst mir also sagen, dass Tobias mir ein falsches Mittel gegeben hat? Allerdings. Bin gespannt, wie er sich da rausredet. Ich auch. Gehst du jetzt dahin? Nee. Ah, da kann ich ja Oculus noch abarbeiten. Wo Fius ist, weiß ich gar nicht. Habt ihr da irgendwo da links oder dem Baum irgendwie so geführt oder meiner Erinnerung nach? Aber das will nicht viel heißen. Drum, also erstmal Oculus. Ich bin wieder da. Und? Wie war's? Scheiße. Wie es war? Du willst wissen, wie es war? Dein scheiß Zauber hat mich in eine verdammte Ratte verwandelt. Die hätte mich fast totgetrampelt. Willst du noch mehr wissen, dann kriech auf den Boden rum. Nun beruhige dich erstmal wieder. Ich sagte dir doch, es ist ein Experiment. Wie ich sehe, bist du sowieso noch gesund. Also, was stellst du dich so an? Jetzt lass mich aber erstmal nachsehen, wo der Fehler gelegen haben könnte. Ja, und? Und? Sieht ganz so aus, als hätte ich beim Schreiben die altsprachlichen Tiernamen vertauscht. Tut mir leid, hier ist eine neue, richtige Rolle. Gut, aber sowas passiert nicht nochmal. Das glaubt mir selig. Fios ist da der Typ, der dort sitzt, oder? Hüpf. Du musst Fios sein. Gut, dass du hier bist. Was ist los? Die Arbeiter können noch nicht anfangen. Sie brauchen Material und Werkzeug. Sprich mit ihnen. Die Arbeit muss nämlich getan werden.
Hättest du ja auch vorher überlegen sollen, wenn du mich ausschickst, Arbeiter zu finden, dann sollte irgendwie Material und Werkzeug, das sollte irgendwie geschält werden. Es ist nicht die Aufgabe der Arbeiter, auch noch das Material mitzubringen. Oh, ich muss mal hier alles selber machen. Na gut. Ihr drei da. Wie läuft's mit der Arbeit? Uns fehlen Werkzeuge und das nötige Holz. Wir haben hier im Kloster zwar gutes Bier, aber keine Werkzeuge. Besorg uns erstmal drei Hämmer, drei Sägen und Nägel. Woher soll ich das ganze Zeug beschaffen? Das weiß ich nicht. Das ist dein Problem. Wenn ich nicht sämtliche Sägen und Hämmer verkaufe in letzter Zeit. Ich weiß aber, wo ich welche bekomme, nämlich an dem Stand, wo ich diesen ganzen Kram verkauft habe. Nägel ist aber so ein Thema. Habe ich Nägel? Ach nee, Nägel habe ich genug. Habe ich 17. Reicht vielleicht sogar. Aber Hämmer sind ein Problem und Sägen. Das müsste ich tatsächlich in der Stadt holen. Oh je! Ich kann das nicht mehr hören. Ach, dann noch Tobias jetzt. Marlon. Regenzeit. Ich weiß, dass du Siegmund ein falsches Mittel gegeben hast. Ich gebe es ja zu. Aber was sollte ich machen? Der Alchemist war nicht da und ich wusste nicht mehr, was er mir gesagt hat, welches Mittel ich nehmen sollte. Da hast du irgendeins genommen? Genau. Konnte ja nicht wissen, dass die Pflanzen gleich davon eingehen. Dafür nur, dass ich dafür nicht aus dem Kloster fliege. Da bin ich mal gespannt, was Herbert dazu sagt. Es ist dunkel, ich habe nicht volle HP und es ist Regen und danach wird es Nacht. Ich glaube, ich suche mir jetzt hier eine Pritsche. Vielleicht kann ich ja schnell wieder irgendwo reinhüpfen. Gab es nicht irgendwo eine Hütte mit mehr Betten als die da? Schnell. Rollspielerisch gesehen, Schäfer hält natürlich irgendwo, nicht in fremden Betten, sondern irgendwo auf einem Bettchen, was man ihm zubilligt. Und jetzt kann ich noch Herbert anhauen und dann hätte ich noch diese Werkzeuggeschichte und die Geschichte mit dem... mit der Schafsverwandlung, richtig. Wo ist denn Herbert? Wer war denn Herbert? Also wer Herbert war, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig. War das nicht ein Magier? Aber wo ist denn der? Herbert, Mensch. Puh. Herbert stellt mich jetzt wirklich vor ein Rätsel. Ich habe keinerlei Erinnerung mehr an einen Herbert. Alastor Gibson. Wer bist du? Martinus. Ach, warst du der Chef hier, dieser Oberrekrut? Das kann sein. Magier, Tobias, Marlon. Also Herbert ist mir jetzt überhaupt kein Begriff mehr. Er geht da also freiwillig hin. Tönes. Ich muss mal Herbert suchen, weil das kann jetzt echt dauern, bis ich den gefunden habe. Und mir ist gerade wieder eingefallen, Herbert war natürlich der Händler. Klar. Tobias ist dafür verantwortlich. Wie das? Athanor war wohl nicht da, als er ein Mittel holen sollte, was das Wachstum der Pflanzen fördern sollte. Athanor hat ihm zwar gesagt, welche Flasche er nehmen sollte, wusste es aber nicht mehr, sodass er eine falsche Flasche nahm. Die Flasche ging dann an Siegmund, der das falsche Mittel den Pflanzen gab, sodass diese eingingen. Dann ist wohl jeder mehr oder weniger dafür verantwortlich. Vielen Dank, dass du es herausgefunden hast. Ich werde dich für das Kloster empfehlen. Was passiert nun mit Tobias, Siegmund und Athanor? Da sie es alle unabsichtlich getan haben und unseren Pflanzenbestand nicht vorsätzlich zerstören wollten, lasse ich sie nochmal davonkommen, solange das nicht nochmal passiert. Ich werde gleich morgen Siegmund bitten, neue Pflanzen zu sehen. Da die alten eh noch nicht sehr alt waren, können wir diesen Verlust verkraften. Das ist ja sehr salomonisch. Beziehungsweise salomonisch eher nicht, eher milde. Wer geht da denn schon freiwillig hin? So, jetzt haben wir noch eine Geschichte mit dem Schaf und dem Reparaturzeug. Jo, mehr haben wir gerade nichts zu tun. Dann mal Schweinsgalopp in die Stadt zum
Händler, richtig? Um die entsprechenden Werkzeuge zu kaufen. Tempo! So, da bin ich. Ich habe Hansi, glaube ich, meine ganzen Sachen immer verkauft. Also zumindest als einer von beiden Händlern. Zwei Hämmer her damit und drei Sägen. Eine Säge will ich ja selber behalten. Das heißt, ein Hammer würde noch fehlen. Unterwegs habe ich an einem Brunnen bei Norberts Taverne versucht, diese eine leere Wasserflasche aufzufüllen. Aber das hat mir nicht so wirklich geglückt. Oder ist mir nicht geglückt? Ist mir nicht gelungen? Hat nicht geklappt? Vielleicht muss man das hier an einem besonderen Brunnen machen, oder ich habe das nicht richtig gemacht. Fisch, hier wäre noch ein Brunnen. Frischer Fisch. Kommt und betrachtet meinen Fisch. Kann man das irgendwie hier? Am Morgen gefangener Süßwasserfisch. Köstlich wie nirgendwo sonst. Wenn ich die Flasche benutze, dann gibt es die Trinkanimation. Oder filetiert. Und dann ist die leere Flasche wieder da. Oh, seltsam. Das hilft mir nicht. Oder gar geräuchert. Auch kein Problem. Ein Hammer bitte noch. Willst du handeln? Aber gern. Kommt Leute, schlag zu. Einen Hammer, 14 Stück. Wie kommst du zu 14 Hämmern? Ich weiß es ganz genau. Danke, Schluss. Jo, und dann geht's gleich wieder zurück zum Kloster. Zwischendurch, also ich werde nochmal hinten jetzt bei diesem Priester Zacharias vorbeischauen. Nicht, dass er auch noch irgendeine Queste hat. Das wäre denkbar. Und ansonsten würde ich gerne außerhalb der Stadt diese verbesserte Schafsspruchrolle noch ausprobieren, damit das auch erledigt ist. Und wenn die beiden Questen damit fertig wären, was ich mir bei dieser experimentellen Verwandlung nicht glaube, dann wäre ich da schon mal einen großen Schritt vorangekommen. Aber erstmal Zacharias gefragt, ob er noch irgendwas hat. Irgendein Wehwehchen. Es ist an uns, den Schwächsten zu helfen. Schuh. Nee, hast du nicht. Okay, dich muss ich jetzt nicht, dir muss ich nicht helfen. Und dann kann ich ja gleich mal mir ein stilles Örtchen suchen für die Schafsverwandlung. Die experimentelle solche. Das sollte weder in eurer Nähe noch in der Nähe irgendwelcher hungriger Fleischfresser sein. Hier hinten ist beispielsweise gar kein schlechter Ort. Schafsverwandlung. Wo bist du? Auf der 7. Ah, oh, das sieht schon besser aus. Das hat funktioniert. Jetzt habe ich wieder diesen komischen Magieeffekt, der da nicht weggeht. Okay, das ist natürlich nervig. Na gut. Ja, diese Wasserflasche verstehe ich nicht, was die soll. Vielleicht kann man die nur an einem Brunnen füllen, der im Kloster ist. Das ist denkbar. Aber wie dem auch sei, Tempo zurück ins Kloster.
Nix mit Tempo zurück, denn ich brauche 100 Nägel. Ich habe nur 17. Gut, dass ich da gerade noch mal reingeschaut habe in diese Queste. Sie sagt nämlich, 100 Nägel, Hammer und Sägen, Tischler, einen Schmied könnte ich nach Nägeln fragen. Genau, einen Schmied. Da hätte ich jetzt die Schmiede von Aarhus und oder die von Wieland. Boy. Das war ein Schwein, dass ich da gerade nochmal dran gedacht habe. Ich dachte, 17 Nägel, das könnte ja knapp sein, wenn die 20 haben wollen. Sie wollen 100 haben. Wow, 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 wow. Ich hoffe, die verkaufen die Schmiede einfach so. Und ich muss da jetzt nicht noch was irgendwie für Runden drehen, deswegen. Aber sicher wäre ich mir da nicht. Wo war hier das Geschäft? Das war hier, richtig? Nee, das war die Katze, richtig? Das hier war das Geschäft. Wenn es irgendwann eine Schmiede gibt, dann ist das hier die richtige. Ah. Hast du Nägel zu verkaufen? Nein, ich habe keine da. Frag mal Olaf. Wo finde ich Olaf? Olaf ist auf Orins Bauernhof. Wenn du schon mal gehst, grüß ihn von mir. Oh Mann. Nicht dein Ernst? Oh Mann, ich kann ihn noch nach Hammer und Dingensbummens fragen, sicherheitshalber. Hey, du. Nee, kann ich ja nicht. Okay. Dann Tempo zu Olaf. Hast du Nägel für mich? Ich hätte hier noch eine Menge davon. Ich verkaufe sie dir für 100 Ruperi. Einverstanden, hier sind deine Ruperi. Gut, hier hast du die Nägel. 100 Ruperi für 100 Nägel, das ist ein Deal. Und damit bin ich ja schon wieder durch und der Blick auf die Uhr verrät, dass ich jetzt noch schleunigst ins Kloster zurückrennen sollte. Im Schweinsgalopp und dann werde ich da das Video auch beenden. Ich sage hier schon mal Tschüss. Denn das, was da im Kloster mit der Reparatur und dieser Schafsspruchrolle passieren wird, das schauen wir uns erst an im nächsten Teil. Und dann werde ich mich auch nochmal zwischendurch auslocken und wieder einlocken, damit dieses hässliche Gefunkel da weggeht endlich mal. Und ohne Gefunkel geht's dann weiter im nächsten Teil. Bis dahin!